hoffe, dass er mich da nicht mehr sieht. Komm schon, ich hab, was? Nur mehr 10 Sekunden? Ja, wie soll ich das denn machen? Hallöchen und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Driver. Ich weiß nicht, welche es ist und wir beginnen jetzt mit deinem neuen Job. Sie haben eine neue Nachricht. Eine neue Nachricht? Ja. Rufus hier. Ich habe deine Fortschritte beobachtet, Junge. Wir treffen uns in der Electric Lady Lounge auf dem Ocean Boulevard. Wir müssen reden. Sieh zu, dass du nicht verfolgt wirst, kapiert? Okay, mach ich. Kein Problem, das ist kein Ding für einen King, ja? Und Tanner trifft Rufus. Ich glaube, wir heißen Tanner, kann das sein? Jetzt geht's los! Oh mein Gott. Wir dürfen auf jeden Fall nicht, ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich kenne mich da nie aus. Okay. Na, das wird ja nicht allzu schwer sein. Juhu, jetzt geht's los. Wir düsen natürlich über die... Was ist falsch mit mir? Ach Gott, ich verkack's wieder gleich beim ersten Mal, ey. Okay, ich darf nicht verfolgt werden, aber ich habe nur... Oh, ja genau, die Schnauze. Oh, so schnell darf ich natürlich nicht sein. Du bist so behindert. Wollen mich alle verarschen. So, am schnellsten ist es natürlich über die Autobahn. Und da kann man auch die Polizei und so urgut abhängen. Aber wir haben natürlich nicht lang Zeit, deswegen müssen wir, glaube ich, wir dürfen nicht allzu viel Zeit verlieren. Ja, zum Beispiel das da. Ja, was mache ich jetzt? Da zieht mich die Polizei. Und jetzt? Super, jetzt verfolgt sie mich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber wir düsen hier zwischen den Autos durch und die Polizei hat einfach keine Chance. Hey. Wow. Entschuldigung, dass ich hier... Entschuldigung. Nee, yo. Wow. Feuerwehr verfolgt mich. Ja, genau. Komm. Ja, komm, genau. Genau. Ja, genau. Genau. Perfekt. Weil jetzt, wenn ich eine Kurve mache... Schau, was er macht. Die sind einfach viel zu stark, diese... Ja. Der ist in meinem Windschatten, das ist nicht so fein. Ich werde jetzt versuchen, ihn da abzuhängen. Und mich natürlich auch, eh klar. Wir haben nur mehr eine Minute. Wir haben nur mehr eine Minute. Oh mein Gott. Ja, wechsel halt Spur, du Idiot. Ja. Wird sich schon ausgehen, oder? Würde ich sagen. Aber, oh, scheiße. Na, es könnte knapp werden. Okay, sieht mich nicht mehr. Das gefällt mir. Wo ist der? Ah, da! Oh, scheiße. Nur eine halbe Minute Zeit. Ich versuche den natürlich jetzt abzuhängen. Ja, ich weiß, dass ich entkommen muss. Ich hoffe, dass er mich da nicht mehr sieht. Komm schon, ich hab, was? Nur mehr 10 Sekunden? Ja, wie soll ich das denn machen? Ja, Mission fehlgeschlagen. Ach, halt die Fresse, wirklich. Okay, machen wir es so. Ich mache das Ganze jetzt nochmal, aber ich mache das schneller. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Mit meinem Aufnahmeprogramm und so. Aber das war kein Problem. Also ich rede davon nicht viel, weil das sich komisch anhört. Ah, ich hab das gehört. Du Vollidiot. Ich rede einfach gar
Genau. Okay, Mann, das ist ja jetzt beendet. Das ist ja schier. Ja, komm, genau. Ich weiß, dass ich entkommen muss. Was? Wir haben ihn verloren. What the fuck? Wie knapp es war. Okay, Missionsende, was willst du mich ehrlich verarschen? Okay, jetzt seht ihr wieder. Ich sag dir jetzt, was abgeht. Ich bin Rufus. Das hier, das Kätzchen heißt Jesse. Der Schlitten, mit dem du durch die Stadt fährst, macht eine Menge Lärm. Und weißt du was? Ich kenne dich. Ich kenne dein Gesicht. Weißt du, wer das ist, Jesse? Er ist irgend so ein Fahrer. Nein, nein, ist er nicht. Er ist nicht nur irgend so ein Fahrer, Lady. Der Typ hat Benzin in den Adern. Oh, sieht ja so aus, als könntest du einen Drink gebrauchen, Pussy. Ich hab keinen Durst. Pussy. Sieht so aus, als könntest du einen Drink gebrauchen, Pussy. Ich war unterwegs, als du mit Rusty Slater zusammengestoßen bist. Mann, du hast Feuer gelegt an dem Tag. Ich dachte, die würden das Baby nie kriegen. Okay, hör zu. Wir beide werden ein Geschäft machen. Die Bullen spielen bei einem Freund von mir den Babysitter. Und er ist nicht gerade glücklich darüber. Ich werde den Bullen ihr Baby wegnehmen. Verstehst du mich? Da gibt's einen Franzosen in einem Panzerwagen. Mann, der Typ ist ein kaltblütiger Killer. Wenn der nicht im Knast ist, kannst du sicher sein, dass gerade wieder jemand mit Blei vollgepumpt ins Leichenschauhaus eingeliefert wird. Ich dachte mir, wir werden ihn aus dem Verkehr ziehen. Ist gut. Du fährst ihn weg. Für 8000 Kracher. Kapiert? Mein Freund, du verstehst Rufus doch richtig, oder? Wenn du es vermasselst, tauchst du besser gar nicht mehr auf. Sind wir im Geschäft, Mann? Kleine Scheine. Okay. Sorry, dass ihr das nicht seht, aber es ist wirklich nicht spannend. Den Typ muss ich jetzt verfolgen. Super. Gib ihm. Schau, er hat gleich mal einen Vorsprung, der Arsch. Krieg Stoff, Mann. Das ist das Auto mit dem Franzosen. Schnappen wir ihn uns. Ja klar, schnappen wir ihn uns. Wir haben... Oh Gott, schau, wie schnell der ist. Stehst. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Wo er hinfährt, wirklich. Und ich sage euch, da kommt jetzt bald eine Mission. Die nennt sich Fang Jesse. Und diese Mission zeige ich euch nicht, die ist so scheiße, die schafft keiner. Ja, wie schnell er gleich ist, dieser Arsch. Und jetzt kriegst du einen aufs Maul, jetzt kriegst du einen aufs Maul. Gleich mal fetten Schaden bekommen. Okay, der fährt da die Autobahn entlang, das heißt, der kann eh nur eine Strecke fahren, Gott sei Dank. Aber der ist echt schnell, der Typ mit seinem Panzerwagen, ja, verstehst du? Und nicht mit seinem scheiß Sportwagen, da schafft das. Und schaffst den nicht gescheit zu überholen, das ist ja auch behindert. Ja, genau, ramm mich halt weg, du Mutter. Oh Mann. Jedenfalls. Na, was willst du? Ha? Ah, schau, wie ich ihn weggedriftet habe, ey. Panzerwagen, ja. Und kriegt so schnell Schaden, dieser Dümmling. Wie schnell der Schaden bekommt, wirklich. Okay, noch 15 Sekunden. Ich glaube, das bockt nicht. Ja, perfekt. Oh, nein, nein, nicht mehr wegfahren, nicht mehr wegfahren. Nein.
Ja, so schaut's aus. Ja. Fortsetzung folgt. Behinderung, ey. So, ich hoffe, mit dem kaputten Auto geht's nicht weiter. Jetzt kommt vielleicht wieder so eine Story oder so. Fortsetzung, Scheiße. Okay. Hier raus. Oh, fuck. Wo muss ich denn hinfahren? Ah ja. Also da. Okay. Ja, da, ich kenne mich gut in Miami aus, nur dass wir halt viel Schaden schon haben. Eigentlich hätte ich ihn ja gar nicht rammen müssen. Ich hätte ihn nur weiterfahren müssen. Das ist das Ding. So, Polizei. Wie geht's dir? Tschüss. Oh, fuck, da ist ein Zweiter. Das ist natürlich nicht so fein. Und ist auch nicht so fein, dass wir so viel Schaden haben. Ich weiß, dass ich eine rote Ampel überfahren habe. Du musst es mir nicht nochmal sagen. Danke. Oh, scheiße. Ja, genau. Ja, fickt euch. Das überlebe ich nicht. Und ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Wenn ich was nicht schaffe, dann mache ich das Ganze nochmal einfach schneller. Ja. Ja, also ihr könnt zumindest diese Stories da, könnt ihr wenigstens... Okay, was ist jetzt los? Ich schaue da nur geschmeidig aufs... Oh Mann. Du bist auch blöd, ja? Wie schnell du weg da drüber fährst. Unerregt. Jetzt muss ich sie wahrscheinlich kommen. Versucht zu entkommen. Das war so klar. Jetzt muss ich da entkommen mit diesem Schaden. Wie soll ich denn das machen? Das ist doch behindert. Das schafft doch kein Mensch. Nein. No. Fuck. Ja, jetzt schaffe ich es nicht. Ist klar. Urmühsam das Ganze. Urmühsam. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass ich gegen den Baum fahre. Nein. Dass die Polizei halt Schaden bekommt und dass er mich dann nicht mehr sieht. Ich muss echt aufpassen, weil ein Crash mehr und ich bin am Arsch. Das ist das Ding. Okay, er hat mich verloren. Jetzt muss ich ganz schnell ohne Schaden dahin kommen. Und ob ich das über... schaff, ist die Frage, bevor das Auto kommt. Schnell. Oh, bitte. Oh, fuck. Oh, war schnell. Okay, wie mache ich denn das? Okay, da muss ich rein. Okay, gut gemacht. Okay, wenn ich jetzt weitermachen muss, dann... Puh, Missionsende schon, aber... Schauen wir mal, was passiert. Oh, okay, das ist gut. Dann speichern wir das Ganze und sagen, let's platzt. Ja, so schaut's aus. Jetzt ist das gespeichert und neuen Job. Sie haben zwei neue Nachrichten. Diese werden uns nächste Folge begeistern und so weiter. Tut mir leid, dass ich da jetzt keine Musik mache bei Driver, aber ich habe noch keine passende Driver-Musik. Außerdem die Musik, die ich da letztens abgespielt habe, das war irgendwie ein Inhalt von Drittanbietern, was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist auch der Grund, wieso Werbung gekommen ist, weil ich ja keine schalten darf und so. Ich damit kein Geld verdienen kann, aber irgendwie, weiß ich nicht, denen das gehört. Auf jeden Fall kann ich das nicht verwenden, die Musik. Das ist echt behindert. Ich sag zu oft behindert, kann das sein. Jedenfalls, die Musik kann ich nicht benutzen, außerdem ist sie zu laut. Keine Ahnung, ich kann die nicht leiser stellen. Ja. Ja. Okay, wenn ich die CD jetzt rausgeben würde, dann würde diese Szenen würden dann nicht da sein. Aber ich finde, ihr könnt es ja hören. Ich kann die Situation immer beschreiben, dass sie sind in einem Gasthaus und haben halt geredet. Oh mein Gott. Ja. Gut, das war's für die Folge. Und in 2 Tagen kommt dann die nächste Folge, Members of Day. Driver kommt dann nachher. Ciao.